Die Bilder sind malerisch gedacht, entwickeln sich in den letzten Jahren immer mehr zu Wandobjekten oder Skulpturen. Und das liegt eigentlich an dem Entstehungsprozess, weil ich einfach flexibler damit umgehen kann, wenn ich Materialien zersägen und beschneiden kann, anders als bei einer Leinwand, die halt auf ein festgelegtes Rechteck beschränkt ist. Ich wurde mal mit einem Feuerwehrmann verglichen, der selber Brände legt, um das Chaos am Ende wieder in Ordnung zu bringen und Keeping Things Whole, also Dinge ganz zu behalten, hat deswegen gut gepasst. Carsten Heller hat das Buch für mich gestaltet und unser Ziel war es, dem Buch eine eigene Erzählung zu geben, die über das hinausgeht, was man an der Wand sehen kann und sozusagen Antennen in die Außenwelt zu bauen, wie so ein Fahrplan für Tim Freiwald.